Am Freitag, den 14. Oktober 2022, nahm im Rahmen einer Veranstaltung der diesjährigen Aktionswoche gegen Armut des Heidelberger Bündnisses die Heidelberger OB-Kandidierenden Stellung zu ihren Standpunkten über gesellschaftliche und infrastrukturelle Themen. Die Bewerber um das Amt des Stadtoberhauptes beantworteten dabei diverse vom Heidelberger Bündnis gesammelte Fragen zu sozialen Aspekten der Stadtentwicklung. Vertreten waren die Kandidierenden Bernd Sieger, Sören Michelsburg, Theresia Bauer, Eckhard Würzner, Alina Papakianakis-Sönmez, Sophia Leser und Matthias Schmitz. Die Fragen waren in drei Themenblöcke unterteilt, zu der die Kandidierenden jeweils antworten konnten. Diese waren soziale Teilhabe, Wohnen und kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder Themenblock wurde mit einer Ja-Nein-Vielleicht-Schnellfragerunde beendet. Zum Abschluss konnten alle Kandidierenden ihre dringendsten Vorhaben als potenzielles Stadtoberhaupt skizzieren. Wir zeigen Ihnen in diesem Video diese Abschlussstatements. Die kompletten Fragen und Antworten der drei Themenblöcke finden Sie in der Videobeschreibung als separates Video verlinkt. Es ist viel zu tun und uns interessiert, wenn Sie in Verantwortung sind. Vor der Wahl ist nach der Wahl. Welche ersten Schritte werden Sie denn unternehmen, um Armut und Ausgrenzung in unserer Stadt konkret und wirksam anzugehen? Als Amtsinhaber, Herr Würzner, haben Sie den Vorteil, beginnen zu dürfen. Den Vorteil? Gut. Also als Familienvater von 4 Kindern weiß ich auch, wie wichtig das soziale Miteinander in einer Gesellschaft ist. Und ich werde es auch ganz aktiv zu einem meiner zentralen Bausteine machen. Ich werde das Thema bezahlbarer Wohnraum stärken, auch dadurch, dass ich in einem Referat diese Aktivitäten, die wir momentan schon über Bündnis für bezahlbaren Wohnraum machen, bündeln werde und bin sicher, dass wir damit in diesem Bereich jedenfalls schneller zum Ziel kommen und auch mit dem Sozialamt und mit den anderen Ämtern, die in dem Bereich eng mit dem BMW zusammenarbeiten, mit anderen Ämtern, dass wir uns diesbezüglich noch besser vernetzen. Frau Bauer, sofort ist anzugehen, dass uns in diesem harten Winter und angesichts der Sorgen, die die Menschen haben, angesichts der explodierenden Preise, uns die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Deswegen wäre das Thema Nothilfefonds, Ausbau der Beratung ganz nah an den Menschen sofort anzugehen. Ich glaube, dass man da auch kreative Instrumente braucht, womöglich auch Budgets an unsere Liga der Wohlfahrtsverbände geben muss, damit sie ihre Beratungsangebote, Schuldnerberatung, Sozialberatung, womöglich in Zusammenarbeit mit den Seniorentreffs umgehend ausbauen können. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir uns in einer Situation befinden, in der es ja auch politische Kräfte gibt, die gerade am Zündeln sind. Und wir werden jetzt beweisen müssen, dass wir zusammenhalten und dass diese Gesellschaft, irgendwie, wenn es ernst wird, auf die Schwächsten Acht gibt. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr konkrete Aufgabe in diesem Winter und wahrscheinlich auch noch bis in den nächsten Winter rein zu erledigen. Deswegen wäre das meine Prio 1 angesichts der anderen sozusagen dicken Bretter, die zu bohren sind, möchte ich das gerne nach vorne stellen jetzt. Herr Michelsburg. Ja, ich freue mich, dass der Oberbürgermeister innerhalb der letzten Woche gelernt hat und sagt, ja, wir brauchen so ein Referat für bezahlbares Wohnen. Denn das Wohnen ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und wir müssen hier dringend handeln und wirklich alles bündeln, zusammenbringen, um die Probleme, die es gibt, konsequent zu lösen. Und da ist eben auch gut, dass Frau Bauer das aufnimmt, was wir beantragt haben, nämlich diesen Sicher-Wohnen-Fonds, den es schon in anderen Städten gibt, dass sie den umsetzen, dass niemand vergessen wird. Das müssen wir angehen und umsetzen. Wir dürfen hier die Gesellschaft nicht auseinandergehen lassen. Wir müssen Politik von den Schwächsten aus anpacken und dann erreichen wir es auch, dass wir als Gesellschaft die Krisen der heutigen Zeit lösen können, überwinden können. Herr Zieger. Also wichtig ist, dass es keine Räumungsklagen gibt bei der GGH, dass zuallererst an Menschen in Not Wohnungen bereitgestellt werden, dass es Nothilfefonds gibt, keine Stromsperren, dass die Energiekosten für die Menschen in SGB II, SGB mit Hartz-IV-Grundsicherung komplett übernommen werden und dass insgesamt das Thema bezahlbares Wohnen an erster Stelle die Priorität gesetzt wird. Herr Schmitz.
Schaffung von Zuverdienstmöglichkeiten und Minijobs, vielleicht auch eine finanzielle Anerkennung vom Ehrenamt, dass also Engagement und auch viel bezahlt wird, dass man also auch auf der Einkommensseite mehr bekommt. Und Aufschub von Stromsparen und so weiter, jetzt in der Zeit bei den steigenden Kosten, eventuell Heizkostenzuschüsse, also oder Niedrigkeiten der Energiekosten. Frau Leser, als allererstes die Notlagen wie Wohnung oder Energiekosten angehen und das unterstützen, aber vor allem, was wichtig ist, damit wir ein Heidelberg haben, in dem wir alle leben möchten, müssen wir es auch mitgestalten können. Deswegen bewerbe ich mich bei euch um eure Stimmen, eure Wünsche, eure Anregungen an die Agenda im Gemeinderat zu bringen und mit euch gemeinsam die Stadt neu gestalten und zu einem besseren Ort zu machen. Ja. Oberbürgermeisterwahl ist eine Persönlichkeitswahl und ich mit meiner Person stehe hier und in dieser Wahl dafür, dass Armut und Ausgrenzung nicht mehr unsichtbar, sondern sichtbar und hörbar in unserer Stadt wird. Und ich setze mich als Mensch und als Person für alles, was möglich ist. Viele Möglichkeiten haben wir gehört, dass es umgesetzt wird und dass wir gemeinsam für Lösungen in der Zeit der 8 Jahre finden. Ich danke Ihnen im Namen vom Heidelberger Bündnis und allen Menschen, die heute hier zu Wort gekommen sind. Ich kann Ihnen versprechen, egal wie die Wahl ausgehen wird, dass wir als Bündnis nicht müde werden, da nach Verbesserungen zu fragen, zu fordern und Sie auch mit den Aussagen zu konfrontieren, die Sie getätigt haben und mit den Realitäten, die wir tagtäglich in der Arbeit erleben.